Für deinen kleinen Hasenwürfel brauchst du ein quadratisches Blatt Papier. Ich falte mit 20 auf 20 cm. Falte horizontale und vertikale Faltlinie ein. Als nächstes wendest du dein Papier. Auf der Rückseite falte nun die beiden Diagonalen ein. Dazu lege ich Ecke auf Ecke und knicke dann das Papier. Nun siehst du vier Faltlinien. Wende dein Papier, dass du wieder auf der Vorderseite auf der farbigen Seite bist. Jetzt leg dein Papier zusammen. Durch das Wechsel zwischen Vorder- und Rückseite kannst du es ganz leicht zusammenschieben und hast dann ein Dreieck. Nun geht es weiter. Nimm dir eine Dreieckspitze von der Seite, leg die Spitze nach oben an die Spitze des Dreiecks. Die Kante hier läuft parallel mit deiner Faltlinie. Nimm nun die kleine Spitze hier und leg sie innen an, an diese Faltlinie. Als nächstes geht es mit der oberen Spitze weiter. Nimm die kleine Spitze und leg sie hier unten an die Spitze, diese Faltlinie. Kante, die Papierkante hier, dient dir als Orientierung. Als nächstes knickst du dein Papier hier an der Papierkante. Nun den einen Schritt wieder zurück, heb deine Spitze hier an und öffne mit dem Finger dein Blatt Papier. Du brauchst ein kleines Loch, in das lässt du jetzt deine Papier, dein umgefaltetes Stück, verschwinden. Nach diesem Schritt muss das Blatt fest mit dem anderen verbunden sein. Geschafft! Nun zur anderen Spitze. Mit dieser Spitze hier geht es jetzt nach dem gleichen Prinzip. Auch hier ganz zum Schluss muss jetzt diese Spitze, die du an der Papierkante noch einmal knickst, wieder im Inneren dieses Dreiecks verschwinden. Öffne wieder dein Blatt Papier, ganz leicht, und dann steck die Spitze nach innen. Auch hier muss das Papier wieder fest verbunden sein, dann passt alles. Nun geht es weiter. Nimm dein Papier und wende es. Auf der Rückseite holst du dir jetzt die Spitzen von außen und legst sie nach oben an die obere Dreieckspitze. Danach wird geknickt. Aufgepasst! Jetzt wird die Spitze nicht hier nach innen, sondern du wendest dein Blatt Papier und dann erst faltest du die Blatt Papierspitze an die mittlere Faltlinie und knickst dein Blatt Papier. Wieder zurück verschwindet die Papierspitze im Inneren und ist nicht mehr zu sehen. Den gleichen Schritt, der kommt jetzt auf der anderen Seite. Auch hier ziehst du die Spitze nach oben und lässt dann die Spitze verschwinden.
klappst du dann eine Ecke ein, muss die Seite hier flach sein und keine Spitze zu sehen. Nun zu den Ohren. Dein Würfel bekommt jetzt Ohren. Dafür brauchst du dieses Papierspitze, die Papierkante und legst sie dir einmal nach außen um, von hier unten, komplett bis nach oben durch. Dann knickst du. Genau den gleichen Schritt wiederholst du mit der anderen Seite, damit dein Kaninchen zwei Ohren hat. Komplett von unten bis oben durch wird geknickt. Danach hast du zwei Ohren. Eins, zwei. Nimm jetzt die untere Spitze und klapp sie einmal komplett nach hinten um. Hier vorne musst du jetzt festknicken. Nun wieder zurück. Stell jetzt deine Ohren auf. Dazu nimmst du das Papier und öffnest es. Du musst dann die andere Farbe deines Papiers sehen. Geh mit dem Finger bis nach hinten in die Spitze und form deine Ohren aus. Erst eins, dann das zweite. Als nächstes musst du deinen kleinen Hasen aufblasen. Öffne alle Seiten. Danach hältst du dein Papier am besten so und jetzt bläst du hier vorne in das kleine Loch. Mit der ersten Luft formst du deinen kleinen Hasen. Am besten ziehst du die Kanten vorsichtig auseinander und dann bläst du nochmal etwas Luft nach. Fertig ist ein kleiner Würfel für die Deko.